Ja, Bienenfreunde, Bienenzucht Teil 5. Heute geht es darum, den Anbrüter zu befüllen. Und den habe ich jetzt hier schon vorbereitet. Also in dem Anbrüter habe ich jetzt eine Wasserwabe, zwei Futterwaben, eine Pollenwabe. Also 4 Waben. Dann kommt da drauf das Teil, wo die Zuchtleisten nachher reinkommen. Ich mache das immer en bloc, aber dazu mehr dann morgen, wenn ich die Larven in Anbrüter reinsetze. So, das können wir jetzt erstmal offen lassen und dann schauen wir mal, welche Völker wir nehmen. Ich brauche jetzt so 1,5 Kilo bis 2 Kilo Bienen. Und die muss ich mir irgendwo rausholen. So, was brauchen wir noch? Ich habe hier so eine Plastebox, wo ich die Bienen erstmal zwischenparke. Und dann ein Wassersprüher, ein Smoker, ein Stockmeißel. Und eventuell ein Schleier. Den nehmen wir heute mal, weil das Wetter nicht so bienenfreundlich heute ist. Ich weiß nicht, wie die Ladies heute drauf sind. Aber da schauen wir gleich mal. Ja, wir brauchen jetzt, also nach Möglichkeit sollte man Jungbienen nehmen. Also von Brutwaben. Und ich fange mal mit meinen Freunden hier an. Das war ja mein Agrovolk hier. Mal gucken, wie sie mich heute begrüßen. Mal ein bisschen Dampf geben, ja. So, Deckel ist auf. Ich denke mal, Honigräume runter. Ich hatte ja am Sonntag geschleudert, aber ein Teil ist noch drin. Also, wie gesagt, das sind jetzt hier meine Agros. Aber ich muss nur meine Handschuhe anziehen. Ja, ich habe immer noch die schwarzen Handschuhe. Darauf habe ich die Bienen dressiert. Und dann schauen wir mal hier rein. Wie die jetzt hier drauf sind. Die Kiste ist hier natürlich gerappelte voll. Ich gucke gleich mal hier hinten. Ja, hier sind schon so, da sprühen wir die schön ein. Und dann kommen die hier rein. So, dann kommt gleich die nächste.
So, wir brauchen für den Anbrüter so 1,5–2 Kilo Bienen. Hier ist die Königin. Dann fangen wir die mal ab, dann haben wir keine Probleme mehr. So, die ist jetzt hier. Dann ist das alles okay. Mal ein bisschen nass, dass sie nicht so auffliegen. Geht mal weg hier. Ja, ist heute ein bisschen ungünstig der Tag. Jetzt scheint zwar die Sonne, aber den ganzen Tag war es trübe. Also so sieht es im Agrovolk aus jetzt. Es hat sich wieder beruhigt. Ja, einer hat mich jetzt gepiekst unterm Arm. Ist mir wahrscheinlich in den Ärmel gekrochen. Ja, komm raus hier. Hier ist das Schied, jetzt kommen die Waben vorm Schied. So, und das sollte dann eigentlich reichen. Ein paar werden noch abfliegen, aber im Prinzip reicht das dann. Ja, das sollte reichen. Okay, oder nehmen wir noch eine. Noch eine schöne Brutwabe. So. Meine Box ist schon hin. Dann gehen wir jetzt mit den Bienchen hier zum Anbrüter. So, und dann schütten wir die hier jetzt rein.
mal ein bisschen auf. So, dann ziehen die sich erstmal runter. Ja, hier ist wieder ein Kamikaze. Bist du fertig? Komm her. So, können wir das Volk zumachen. Ich habe euch genug geärgert. So, das war der ganze Akt. Jetzt müssen die sich nur noch hier runterziehen. Mal einen Besen nehmen. Dauert natürlich eine Weile, bis die mitgekriegt haben, wo sie hin sollen. Wir legen mal das Brettchen drauf. Und wenn es dann runtergesackt ist, dann sind sie alle unten drinnen. Legen wir den Rest. Ihr könnt wieder nach Hause fliegen, euch brauche ich nicht mehr. Nur so leicht. So, jetzt ist der Anbrüter im Prinzip fertig. Die Kiste hat nicht lange gehalten, die hat schon einen Leck. Aber okay. So. Ist das Wetter doch noch ein bisschen schöner geworden? Ja, langsam sackt es runter, die ziehen sich runter jetzt. So, Königin haben wir raus. Fliegen natürlich jetzt wieder wild rum hier. Ja, da habe ich das Agrovolk gleich ein bisschen geschröpft jetzt. Und der Anbrüter, der kommt jetzt bei mir über Nacht in Dunkelhaft. Ja, seht, das sackt schon hier runter. Der kommt in den Keller in Dunkelhaft, ist dann so eine Art Kunstschwamm. Füttern brauche ich den ja nicht, der hat ja zwei dicke Futterwaben. Und bis morgen haben die sich dann hier verteilt. Na, noch stechen? Nein, komm. Ja, kein Druck, das ist die Platte. Hat genug Druck und da können die jetzt runterziehen. So, das war's. Wir sehen uns dann morgen. Nicht Umlaufaktion, sondern Umstecken der Weiselnäpfe mit den Larven in den Anbrüter. Das zeige ich euch dann morgen. So, macht's gut. Bis demnächst.